Herzlich willkommen in Finchys Welt zu, ja, ich glaube zur fünften Ausgabe, auf jeden Fall zur neuen Ausgabe von Project Cars. Heute fahren wir mal in Le Mans, bei den 24 Stunden von Le Mans, in einem Audi R18, Le Mans Variante, tralala, ihr wisst, was ich meine, dieses flache Teil, dieses Flunder-Ding. Da gab es einige zur Auswahl, aber jetzt hat mir keiner wirklich so zugesagt, weder von der Leistung noch vom Aussehen her. Und der Audi ist da einfach das, was von der Leistung am besten bestückt ist und vor allem, was auch am coolsten aussieht irgendwie. Ich habe mal eingestellt, dass wir abends starten und in die Nacht fahren, dass es dann dunkel wird, weil wir haben ja an dieser Karre auch Licht. Das müsste dann ja theoretisch funktionieren. Ich hoffe nur, dass das mit dem Wetter auch so hinhaut, beziehungsweise mit dem Nacht-Tag-Nacht-Wechsel, dass das alles so klappt, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Ansonsten fahren wir einfach mal zwei Runden in Le Mans, weil Le Mans hat auch irgendwie ja 13,62 Kilometer und ist relativ lang eine Runde, deswegen reichen da zwei. Endlich werden noch Schleife und ich würde sagen, wir starten mal. Boah, wie die sich anhören schon. Da ist er, der Gute. Boah, böse ist der denn. Okay, die sind böse. Eieiei. Auch wieder mit 36 Autos im Feld. Und alles, die Gegner alle dieselbe Klasse, die ich habe. Oder die gleiche Klasse vielmehr. Man könnte theoretisch auch mit 36 Audis fahren. Sähe aber uncool aus. Hoppala, hoppala. Sorry, ich schieb mal den Kollegen gerade hier durch die Meute. Okay, der geht auf jeden Fall richtig gut. Auch so vom Kurvenverhalten her und allem. Was? Ja, Rundenzeit ungültig, bla bla. Wow! Okay, was ist das denn für eine merkwürdige Kamera? Seht ihr? Da baue ich direkt einen Unfall. Oh, Jesus, Jesus. Nee, das geht alles gar nicht. Die gefällt mir auch nicht. Die sowieso nicht. Wir fahren wieder mit der hier. Jo. Wir fahren mit der. Das finde ich ganz okay. Weil die hier. Oh nein! So, mit der wollte ich fahren. Wobei, hört euch mal das Auto an, wie es die ganze Zeit irgendwo aufsetzt. Nein, bleib hinter mir, du Scheißkerl. Bremsen. Ich gebe den Platz nicht so leicht her. Nicht mit der Karre hier. Ich möchte doch lieber mit dieser Karre fahren, dabei die ist mir viel zu hoch eigentlich, ne? Na, wir machen es wieder so. So ist cool. Le Mans. Ja, Le Mans mag ich nicht. Kann ich so sagen. Le Mans ist eine Strecke, die ich eigentlich ziemlich kacke finde, weil sie... Ja, hier, ihr seht es ja. Sie geht ja irgendwie 3 Jahre geradeaus. Jetzt ziehen sie wieder mehr vorbei wahrscheinlich. Und dann ganz plötzlich kommt so eine scheiß Schikane hier, wo man dann von irgendwie 500 Sachen auf 10 runterbremsen muss. Und dann beschleunigt man wieder auf 500. Finde ich ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Gefällt mir überhaupt nicht. Guckt mal hier hinter dem her. Mit fast 300 Sachen. Und fahren mit 300 Sachen in den Kreisverkehr. Hoppala. Sorry, my friend. Schon in die Kurve gedriftet. Dann hab die Kollegen da rausgeschossen. Dem Sonnenuntergang entgegen. Herrlich. Ja, die 24 Stunden von Le Mans ist ja auch so ein Traditionsding. Wobei ich so... ja, bei uns auf der Nordschleife hier ist ja auch immer das 24-Stunden-Rennen und das, ich bin da, ich würde es mir glaube ich mal angucken, aber weniger zum Gucken von den, ja wirklich, dass das, wie das Rennen ausgeht oder so, das interessiert mich ja nicht, sondern einfach nur um diese Atmosphäre da, wenn man zeltet und denkt an die Rennstrecke, kann man hier an der Nordschleife, ja, und
wie an die Atmosphäre einfach da ist und wie die Leute da drauf sind, so, das würde mich mal interessieren, aber so wirklich, dass ich jetzt Ahnung habe von denen, die da fahren oder was weiß ich, das, da habe ich überhaupt keinen Plan von, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wie die Karre die ganze Zeit aufsetzt. Abgekommen. Jetzt frage ich mich aber, warum die nächste Rundenzeit auch ungültig ist. Kann ich hier vorbeigehen, sehr schön. Ah. Zum Glück, also ich hatte mal kurzzeitig überlegt, ob ich irgendwie noch einen Kanal aufmache, wo es auch nur um Rennspiele geht, weil ich halt ein sehr großer Rennspielfan bin und das wirklich auch lange spielen kann am Stück, ohne dass es mir irgendwie langweilig wird oder ich da nicht mehr motiviert bin, würde sich ja dann echt anbieten für so einen Let's Play-Kanal nur mit Rennspielen, aber dafür bin ich einfach zu schlecht. Das wird sich kein Mensch angucken, weil wenn ich da so behindert fahre wie jetzt, da muss man echt schon ein bisschen was drauf haben. Wie meinetwegen der Michel von P1 TV, der mit Lenkrad und so fährt, der auch dann wirklich die KI auf schwer stellt und sowas und sehr realistisch fährt mit selber schalten und so. Das ist interessant, das gucke ich mir echt gerne an. Aber so das hier, das würde sich ja echt kein Mensch antun irgendwie. Denke ich mir zumindest mal. Das würde man höchstens dann gucken, um mich ablösen zu sehen oder halt um mich vielleicht zu sehen, aber wenig, also das würde auch keinen Sinn machen. Wenn schon so ein Rennspiel-Kanal oder Rennspiel-Let's Play, dann muss da auch wirklich was bei abgehen. Da muss man gut fahren, da muss man das realistisch machen und. Und dafür bin ich einfach zu... Ja, noch zu schlecht. Noch. Damals bei Gran Turismo 3, da hätte ich das machen können. Weil da war ich echt gut. Das habe ich aber leider über die Jahre irgendwie verlernt. Beziehungsweise, was heißt, komplett verlernt tut man es ja nicht, aber wenn man nicht das regelmäßig macht, dann wird man wieder schlechter. Und so ist es halt hier, ja, wie bei vielen Sachen, auch bei den Rennspielen. Das war, glaube ich, zu früh gebremst, ne? Ja. Ich mag diese Le Mans-Karren hier. Ich finde die eigentlich sehr cool, weil sie wirklich gute Straßenlage haben und meistens auch sehr viel PS haben. Wobei er sich jetzt ein bisschen komisch anhört hier. Der Sound gefällt mir nicht. Da fand ich den Formel-1-Wagen von letztens um einiges cooler. Aber die lassen sich einfach sehr gut fahren hier. Da wäre bei so einer Aktion gerade wäre der Formel 1-Wagen schon längst ausgebrochen und ich wäre wieder in der Bande gelandet. Aber mit denen hier kann man es machen. Sechzehnter bin ich. Man merkt aber auch, dass die KI wirklich, dass da unterschiedlich starke Fahrer auch bei sind. Weil wir haben jetzt hier mit dem Feld einen ziemlich guten... Alter, sorry. Ich vergesse mal, dass die so hart bremsen. Wir haben ja mit diesem Feld schon einen ganz guten Vorsprung zu denen da hinten rausgefahren. Das ist halt wirklich, dass so weit als man nach vorne kommt, umso schwieriger wird es, wirklich Plätze noch gut zu machen. Denke ich einfach mal so. Man sieht das ja hier schon, dass ich einfach nur locker mitfahre, aber nicht wirklich rankomme. Da muss ich jetzt echt schon zeigen, dass ich so ein bisschen bremsen, anbremsen, Manöver und sowas kann. Und über die Wiese fahren kann, muss ich zeigen, wie gerade. Oh shit, das war selbst für den jetzt zu viel. Da wollte ich zu viel gerade. Verdammt, wieder einen Platz verloren. Natürlich kann man so, wie ich jetzt fahre, nicht fahren, wenn man die kompletten, das komplette Schadensmodell hat. Das geht nicht. Alter. Wenn man einmal hinten drin hängt, dann kommt man nicht mehr. Jo! Der Ding gemacht. Haha. Okay, ich habe keine Schnauze mehr, cool. Was sie da hinten für einen geraden, diese Haifischflosse, die sie da dran haben, echt krass. Ja, okay.
war jetzt doch kürzer, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir brauchen länger für diese zwei Runden. Macht aber gar nichts. Ja, denn das reicht eigentlich auch schon wieder. Ich möchte ja einfach nur möglichst viele Rennstrecken, möglichst viele Karren zeigen, die man hier so fahren kann. Und ich denke, das reicht dafür. Das reicht dafür. Finch wieder mit seiner Sprachkirmes hier. Ne? Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal noch ein paar schöne Sachen raussuchen, denn ich glaube, ich habe vorerst mal alle Sachen abgearbeitet, die ihr euch gewünscht habt, zumindest aus dem ersten Video. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, was ich noch so Schönes finde für euch. Bis dann. Tschüss.